Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Wild West Dynasty. In der letzten Folge haben wir so ein paar Einführungsquests gemacht, so ein paar Grundlagen kennengelernt. Das hat uns ja hier der gute Ed beigebracht von der Hermit Farm. Und wir sollen jetzt die gute Karen in Taxation besuchen. Und da brauchen wir eigentlich nur in diese Richtung hier geradeaus. Man sieht die Stadt da hinten am Horizont auch schon so langsam auftauchen. Ist auch zum Glück nicht weit weg. Die Ausdauer ist leider auch schon wieder alle. So, ich laufe mal seitwärts, weil ich habe festgestellt, wenn man seitwärts läuft, läuft man viel schneller und dann macht man natürlich auch ein bisschen mehr Strecke. So, wir haben eine neue Arena freigeschaltet, und zwar Taxation. Wir sind jetzt hier in so eine kleine Stadt angekommen. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, ne? Mach die mal ein bisschen leiser. Das war ja doch ein bisschen zu laut. Ist immer noch ein bisschen laut, finde ich, ne? Einstellung, Audio. Mach's jetzt mal. Will ich eigentlich nur ganz leise im Hintergrund haben. Ich will meine Schritte hören können, wenn ich hier... Ja, so. Musik soll uns ja im Hintergrund begleiten und nicht hier das ganze Geschehen einnehmen. So, was haben wir? Ach, sprich mit Karen, genau. Wo ist die gute Frau denn? Die war eigentlich hier hinten irgendwo. Guten Tag, was für ein schrecklicher Gestank hier. Das Färberhandwerk ist ein ziemlich harter Job, nehme ich an. Man hat mir gesagt, sie kaufen Agaven. Ja, und hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Oh ja, das bin ich. Ed hat mir gesagt, dass sie Agaven kaufen und was für ein Zufall. Ich habe ein paar Agaven dabei. Wie viel würde ich dafür bekommen? Mrs. Nämlich Karen. Ich kann dir einen Dollar für eine geben. Ehrlich gesagt hat Ed mir das schon gesagt. Karen, ich wollte nur höflich sein. Es klingt gut. Nein, aber wenn du schon dabei bist, könntest du was für mich tun? Das hängt ganz davon ab. Im Moment für das... Achso, das ist ein Punkt, kein Komma. Das hängt ganz davon ab. Im Moment fühle ich mich etwas arm. Würdest du dafür bezahlen? Klar, ich gebe dir noch einen Dollar dafür, wenn du es machst. Worum geht's? Es ist eine einfache Arbeit. Du müsstest den Inhalt von ein paar Nachttöpfen der Bewohner von Taxation für mich einsammeln. Ich brauche den Inhalt zum Färben, wie du siehst oder riechst. Das ist abartig. Ja, aber gutes Geld für eine kleine Runde. Nur ein paar Häuser besuchen. Gut, ich bin dabei. Ich bin jung und brauche das Geld. Das ist die richtige Einstellung. Geht zu Mark Harrison, den Schreiner Nicolette McCluskey und Shane McWhone. Sammle ihre Pötte ein, nur die Pisse, nichts sonst. Diese Leute helfen mir oft und wissen, wie man sein Geschäft... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, macht wahrscheinlich, ne? Verstanden, ich bin schon so gut wie zurück. Okay. So, ich werde ab jetzt keine Texte mehr hier erstmal vorlesen, weil ich weiß, die werden immer, immer länger von den ganzen Quests. Ich werde aber langsam durchgehen, so dass ihr, wenn ihr möchtet, die Texte auf Pause stellen könnt und die Texte dann selber durchlesen könnt. Ja. So. Den ersten Pisspot bekommen wir hier bei den Mark Harrison. Wie gesagt, ich kenne die Quest hier auch alle schon ein bisschen, weil ich das hier im Livestream natürlich alle schon gespielt habe. So, der Pott müsste hier stehen. Jawohl, dann nehmen wir mit.
Dann holen wir uns den nächsten Pisspot. So, der müsste hier hinten sein, bei der guten Dame. Jawohl, so, der Pott steht hier. So, dann brauchen wir jetzt noch den letzten Pott. Das weiß ich noch, der steht hier hinten an der Scheune. Der schlägt hier schön. So, dann nehmen wir hier auch die Pisse mit. Dann haben wir die Quest schon abgeschlossen. So, die Quest haben wir erledigt. Jetzt machen wir noch eine wichtige Quest. Und zwar will ich hier für die gute Dame hier drin eine Quest machen. Da lernen wir nämlich kochen. So. Ja, die lädt sich noch mal vor. Die ist auch nicht so lang. Du armes Ding, du siehst ja völlig verhungert aus. Hier ist erst einmal etwas. Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit, Ma'am. Das sieht köstlich aus. Es freut mich sehr, dass es dir schmeckt. Nimm etwas mehr, damit du ein bisschen Fleisch auf die Rippen bekommst. Das ist wirklich nett von Ihnen, danke. Komm an jeden Abend wieder, ich bereite Essen vor, das satt macht. Für alle, so viel ich kann. So, dann haben wir hier Auswahlmöglichkeiten, sogar drei. Da müsst ihr auch mal ein bisschen runterscrollen. Es gibt nämlich manchmal mehrere Auswahlmöglichkeiten. Sie sollten eine kleine Bezahlung dafür verlangen, wenigstens für die Zutaten. Die Leute hier können es sich nicht immer leisten, für ein warmes Essen zu bezahlen. Aber jeder sollte die Möglichkeit haben, zumindest einmal am Tag eines zu bekommen. Ich finde die Moba eine sehr nette Dame. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Oh. Jetzt hat sich die Quest hier oben geändert, wieso auch immer. Man kann aber auch die Quest, Haupt- und Nebenquest, einfach durchschalten, indem man die linke und rechte Pfeiltaste benutzt. Ja? So, könnt ihr sehen, oben. Oben rechts im Bild hier. So, da können wir jetzt die einzelnen Quests durchschalten. Wie gesagt, hier vom Tellerwäscher zum Millionär ist eigentlich eine Nebenquest. Neuankömmling. Da kriegen wir das ganze Bauen und alles so ein bisschen beigebracht. Das ist so die Hauptquest. Wobei ich finde, die Nebenquests teilweise auch sehr wichtig sind, weil man für die Nebenquests Rezepte lernt, ne? Oder freischaltet. Das gleiche ist ja auch hier bei der MoMA. Da schalten wir nämlich das Kochen frei, dass wir auch Fleisch am Feuer braten können. Das können wir nämlich sonst nicht. Oh, Schätzchen, hast du Hunger? Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Hallo. Ah, okay, nochmal. Okay. Achso, jetzt kann ich die nur noch mit dir handeln. Ach, shit. Hätte ich die andere Antwort genommen, hätten wir von ihr noch eine weitere Aufgabe gekriegt. Aber die kriege ich jetzt wohl nicht mehr, ne? Ach doch, habe ich, da oben. Kaufe ein warmes Essen vom MoMA. Okay, ich habe nichts gesagt. War jetzt ein bisschen verwirrt. So, warmes Essen, ganz wichtig.
funktioniert nur mit Fleisch und dann sollte das auch gebratenes Fleisch sein. Weil, wie gesagt, warmes Essen sollen wir bei ihr kaufen. Das müsste das hier sein, ne? Ja. So, wenn ich das jetzt kaufe, dann müsste die Quest auch getriggert haben. Genau. Moma spricht mit Moma. So. Ihr Essen ist das Beste. Für den Magen und für das Herz und die Seele, Schätzchen. Ich bin froh, dass es dich glücklich macht. Ich kann nicht kochen. Das ist alles Magie für mich. Mach darüber keine Witze. Es braucht nur Wissen und Geduld und das richtige Gefühl. Manche würden sogar sagen, Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl führt mich hierher, wenn ich hungrig bin. Und ich werde immer etwas für dich machen, wenn du zu mir kommst. Aber ich werde nicht für immer hier sein. Du solltest lernen, wie man kocht. Wie willst du die Frauen sonst beeindrucken? Ich würde lieber einen Cowboy beeindrucken. Ich bezweifle, dass ich für ihn kochen soll. Sagen Sie nicht, wahre Liebe überwindet alles. Ja, manchmal die Fragen, Antworten sind manchmal auch ein bisschen... Naja. Daran liegt mir sowieso nichts. Ich komme gut allein klar und wenn ich hungrig bin, werde ich hierher kommen. Oh weh, solche Ausreden. Jeder freut sich über ein gutes Essen. Und jeder kann kochen. In Ordnung, bring es mir bei. Na siehst du, wir müssen nur erst etwas aufräumen. Hier nimm die mit zum Fluss und schrubbe sie gründlich. In der Zwischenzeit bereite ich alles vor. Okay, wir sollen Geschirr abwaschen. Dann laufen wir hier mal zum Fluss runter. Ups. So, dann interagieren wir mit dem Wasser und dann können wir hier das Inventar reinigen. Ja gut. Ja, hier können wir natürlich dann auch nochmal was trinken. Unsere Wasserflasche ist noch voll, unsere Feldflasche. Eimer haben wir noch nicht. Die brauchen wir später zum Beispiel für die Feldarbeit. So, dann gehen wir wieder zurück. Nach Mona. So, komm, lauf. So schnell und zuverlässig. Gute Arbeit, Schätzchen. Nun können wir beginnen. Ich werde dir zeigen, wie man etwas ganz Einfaches zubereitet. Keine Sorge, ich bin überzeugt davon, dass du es gut machen wirst. So, jetzt hat sie uns im Prinzip das Kochen oder Zubereiten vom Fleisch gelernt. So. Und welche Quest auch noch wichtig ist, die man hier machen sollte, direkt am Anfang, ist hier diese hier. Weil hier bekommen wir eine Jagd auf eine Jagdquest und wir bekommen Pfeil und Bogen. Hey Pinkel, ich könnte deine Hilfe brauchen. Entschuldigung, wie haben Sie mich genannt? Ich habe dich einen Pinkel genannt, weil du wirkst, als wärst du hier fehl am Platz und ein Kojot nicht von einem Gürteltier unterscheiden könntest, soweit ich sehen kann. Ich mag nicht von hier sein, aber das gibt dir nicht das Recht, so mit mir zu sprechen. Wie? So respektlos. Yeah. Und warum nicht? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Du siehst aus wie ein Fisch am Land. Ich vertraue dir nicht. Also, hilfst du mir oder nicht? Sonst kannst du dich gleich wieder verziehen. Gut, ich helfe dir. So, Pfeil und Bogen haben die Menschheit seit Anbeginn der Zeit begleitet. Du rüstest einen Bogen auf die gleiche Weise aus, wie du Werkzeuge ausrüstest, sobald du ein lohnendes Ziel gefunden hast. Halte rechte Maustaste gedrückt, um einen Bogen zu spannen. Je länger du spannst, desto mehr Ausdauer wird verbraucht und desto weiter fliegt dein Pfeil. Lass rechte Maustaste los, um zu schießen. Wahrscheinlich wirst du ein paar Mal daneben schießen. Aber Übung macht den Meister.
Und wenn du Talentpunkte für die entsprechenden Fertigkeiten in richtigen Fertigkeitsbaum ausgibst, wird alles noch meisterlicher. Ein Wort der Warnung: Nicht gleichzeitig rennen und schießen, sonst könnte dich ein Pfeil ins Knie treffen. Großartig, nimm den Bogen und die Pfeile und schieb ab. Lass dich erst wieder blicken, wenn du einen toten Hirsch dabei hast. Yay. So, wir sollen auf die Jagd gehen. So, und den Bogen legen wir an, indem wir den wieder auswählen. Wo ist er denn, der gute Bogen? Wir können auch hier auf Waffen gehen, da müsste eigentlich drunter sein. Jawohl. Und dann drückt man die Taste 6 und dann haben wir den hier unten auf der Hotkey. Und was ganz wichtig ist, ich weiß auch nicht, wieso die Munition hier nicht unter den Web-Tools and Weapons anzeigen. Die Munition findet man leider im Moment nur hier bei allen Items. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind denn hier die Pfeile? Die müssen wir nämlich einmal ausrüsten. Markieren wir dann einmal, drücken E und rüsten die aus. Haben wir die ausgerüstet. Wenn ich jetzt den Bogen in der Hand nehme, dann müsste er auch einen Pfeil in der Hand haben. Ja, hat er. Gut. Und dann sollen wir jetzt ins Jagdgebiet gehen. Wieso wechselt er immer die Quest? So. Finde das Hirsch-Jagdgebiet. Und schon wieder keine Ausdauer. Kann man später mal trainieren. Also da kann man dann Punkte drin verteilen, damit die Ausdauer nicht so schnell verbraucht wird und man auch mehr Ausdauer hat. Aber das dauert noch ein bisschen. So, neue Ressourcenarena freigeschaltet. Gehen wir mal eben auf der Karte. Da habe ich nämlich am Anfang auch gerätselt. Soll das einfach nur sein? Dafür sein, dass erstmal habe ich die Holzmühle, also die Woodmill hier gesucht, aber nicht gefunden. Dann habe ich gedacht, naja, das ist halt ein ausgeschriebenes Gebiet, wo wir dann Bäume fällen sollen oder können. Aber das ist hier, in diesem Gebiet können wir später unsere eigene Holzfällerlager hinbauen, wo wir dann Angestellte hinschicken, die für uns dann im Prinzip Bäume fällen und Holz besorgen und sowas alles. Falls ihr euch wundert, dass ihr vielleicht schon am Bauen seid, wenn ihr selber spielt und die Woodmill nicht bauen könnt. Das liegt daran, dass ihr die immer in so einem Gebiet bauen müsst. Und da gibt es hier auf der Karte überall welche von verteilt, solche Gebiete. Ups, da ist schon ein Hirsch. Ich sollte den Bogen mal ausrüsten. Da ist auch noch einer. Einfach drauf zielen. Und fertig. Der fliegt einfach geradeaus, der Fall. Der trifft. Hier ist keine Flugbahnberechnung mit drin. So, wir kriegen aber auch nur Fleisch im Moment, weil wir das Tier heute noch nicht gelernt haben. Das zeige ich mal eben. Das lernen wir hier unter Fertigkeiten. Dann können wir die auch mal eben durchgehen. Wir sind noch Level 0, wir haben noch keine Punkte gesammelt, die wir verteilen können. Und dann gibt es hier verschiedene Fertigkeiten. Wie zum Beispiel hier, dass man mehr XP bekommt. Dann haben wir hier, dass das die Spitzhacke nicht so schnell kaputt geht. Hier haben wir, dass wir eine höhere Chance haben, mehr Rohstoffe zu bekommen. Und hier haben wir auch nochmal, dass die Axt nicht so schnell kaputt geht. Dann haben wir hier unter Fallen, haben wir auch noch mal ein paar. Und zwar, wenn wir den skillen, dann bekommen wir mit etwas Glück die Pfeile, die wir verschossen haben, können wir wieder einsammeln. Hier haben wir Nahrungs- und Wasserverbrauch, den wir sinken können, dass wir selber halt nicht so schnell hungrig und durstig werden. Den müssen wir lernen, sobald wir Skillpunkte haben, damit wir dann auch die Tiere häuten können. Häuten können, mein Gott. Ja, und das ist eigentlich so der Skill am Anfang, der auf jeden Fall geskillt werden soll, sobald ihr Skillpunkt habt. Das ist nämlich der euer Ausdauer. Das ist also, dass ihr beim Rennen die Ausdauer nicht so schnell verbraucht. Den würde ich auf jeden Fall skillen. Und hier drüber
erhöht die allgemeine Ausdauer. Das sind eigentlich mit so die wichtigsten Skills am Anfang, die ich hochlernen würde. Gut, wir haben den Hirsch getötet. Wir haben... Ach nee, das Hirschgebiet haben wir aber noch nicht gefunden. Wir sollen ja in das Hirschgebiet laufen. Das ist hier hinten. Müsste jetzt eigentlich mal langsam triggern. So. So, den Fleisch haben wir jetzt schon eingesammelt. Das hat er getriggert. Und dann sollen wir jetzt wieder zurück und mit Jedi oder Jedi da, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, sprechen. Gut gemacht, Mädchen. Wie ich sehe, kommst du von einer erfolgreichen Jagd zurück. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Vielleicht auch nicht. Wie auch immer, du hast dich gut geschlagen. Es war verdammt schwer. Ich hatte den Hirsch. Dann waren da plötzlich Wölfe. Massenhaft. Und dann... Ja, ja, es ist gefährlich da draußen. Hör auf anzugeben. Du lebst. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Also verdienst du eine faire Bezahlung. Du kannst das Hirschfell behalten. Außerdem kann ich dir ein paar Sachen anbieten, die es dir in Zukunft leichter machen werden. Mit Preisnachlass. Und ich kann dir beibringen, wie man Fallen baut. Also, was sagst du? Danke, nehme ich an. Verdammt richtig. Und jetzt ab mit dir. Also hier, danke, nehme ich an. Hätte ich ja übersetzt in... nehme ich dankend an, zum Beispiel. Hört sich für mich schöner an als danke, nehme ich an. Bei solchen Sätzen habe ich immer das Gefühl, da wurde einfach nur der Google-Übersetzer genommen. Ne? Wobei es, also wenn ich mich nicht täusche, ist es ja eigentlich ein deutscher Entwickler, ne? Der das Spiel entwickelt. Die sollten ja eigentlich der deutschen Sprache mächtig sein und dem deutschen Satzbau. Aber egal. Ist meine Meinung. Das ist auch nur mein Gefühl. So, da haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und rein theoretisch haben wir jetzt erstmal alles Wichtige, was wir brauchen und könnten ja uns jetzt hier mal um die Neuankömmling-Quest kümmern. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Die anderen Quests kann man nach und nach kann man dann immer die Quest weitermachen. Weil man bekommt dann auch neue Rezepte teilweise. Und wie gesagt, schaltet dann auch neue Rezepte frei. Die brauchen wir aber jetzt noch gar nicht, weil wir die noch gar nicht benutzen können. Weil da fehlen uns dann die entsprechenden Rohstoffe für, wie zum Beispiel Eisen. Ja, als Beispiel. So, hier ist ein kleines Camp. Weiß gar nicht, sind das Auswanderer, Pioniere, keine Ahnung. Die kann man später, die können wir nicht anstellen, den können wir aber unsere Häuser, die wir gebaut haben, vermieten. Aber nur die Häuser, die arbeiten aber dann auch noch nicht für uns. Das zeige ich euch dann auch später. Und ich würde sagen, ich fange nämlich direkt hier an zu bauen, aus dem einen Grund. Erstmal ist die Stadt nicht so weit weg, wenn wir doch mal was brauchen oder verkaufen müssen. Hier ist es einigermaßen flach, einigermaßen großflächig und wir haben hier Bäume in der Nähe. Es gibt natürlich noch andere schöne, viel schönere Bauplätze, aber da ist man erstmal so weit weg vom Schuss. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Wir müssen sowieso später, alleine wegen den ganzen Ressourcen und alles, auch Eisen, wenn später die Eisenmine kommt und die Steinmine und so, da müssen wir dann auch über Lager hinbauen und kleine Städte wahrscheinlich und dann die Waren zwischen den Warenhäusern hin und her transportieren lassen. Deshalb ist, wir werden sowieso mehrere Standorte haben und bauen.
würde sagen, wir fangen hier einfach mal so mit unserer ersten Stadt an. So, und das machen wir, indem wir die 2 drücken, weil ich den Bauhammer hier auf die 2 gelegt habe. Ne? Wenn ihr den woanders hinlegt, müsst ihr natürlich die Taste drücken. Aber bei mir ist er jetzt auf der 2, da müssen wir die Taste B für Build, also für Bauen drücken. So, und dann fangen wir hier an mit einem ganz normalen Untercity, mit einem ganz normalen kleinen Haus. Hier, Floor. Wir müssen erst einen Floor bauen. Da gibt es verschiedene Größen. Ich glaube, den hier unten, den könnten wir auch schon bauen. Aber das ist zu groß. Das kann man später machen. Jetzt machen wir erstmal nur hier so kleine Hütten, die wir dann hier links und rechts vom Weg hinbauen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir bauen hier runter. Ne? Dann so eine gerade Flucht, weil man baut ja eigentlich, eine Westernstadt ist ja immer so aufgebaut, in der Mitte die Straße, links und rechts die Geschäfte. Und ja, die Häuser sind eigentlich, die Wohnhäuser sind eigentlich immer etwas ab im Hintergrund oder dahinter. Dann gibt es ja halt die Hauptstraße, wo dann links und rechts der Sheriff, der Saloon und die ganzen Handwerksgeschäfte sind. Deshalb würde ich sagen, wo fangen wir denn an? Wir fangen weiter, etwas weiter abseits hier hinten an. Dass wir hier vorne dann im Prinzip die Hauptstraße haben und links und rechts davon bauen können. Ja? Dann bauen wir hier hinten erstmal so ein paar Häuser hin. Wir sollen, oder ein Haus. Wir sollen ja erstmal nur ein Haus bauen. So. Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal hier so an mit dem ersten Haus. So, da haben wir jetzt Stelle markiert, wo das Haus hin soll, und können jetzt im Prinzip anfangen, das Grundgerüst zu bauen. Und jetzt müssen wir, bevor wir das Haus erst zusammen boostern können, müssen wir natürlich erstmal hier so ein paar Bereiche festlegen. Hier in der Mitte würde ich sagen, machen wir die Tür hin, dann scrolle ich mit dem Mausrad nach oben oder nach unten, bis ich die richtige Tür habe. Da ist sie. Wir brauchen nämlich die Wood Door. Es gibt auch Steintüren und Redstone-Türen, aber wir können ja im Moment nur mit Stöckern und Holz bauen. Deshalb wird das auch nur grün, wenn ihr Wood habt, ne? Also Door-Wood. So, das gleiche passiert hier natürlich dann auch mit den Fenstern. Fenster 2. Wieso wird das nicht grün? Ich muss beim ersten Mal, bevor ich Fenster 2 nehme, muss ich, glaube ich, erstmal Fenster 1 gebaut haben. Weil Fenster 2 finde ich schöner, die haben nämlich so einen Blumenkasten vorne am Fenster. Hier haben wir nur ein Fenster. So, aber wie gesagt, das müssen wir dann erstmal einmal hier rundherum so fertig bauen, wie wir das gerne möchten. Ja? Gut, wir haben jetzt natürlich noch keine große Auswahl. Wir haben ja nur Holz. Hier mache ich ganz normale Wände hin. Zack, hier machen wir wieder ein Fenster hin. So. Dann machen wir hier wieder die Wände hin. So, und jetzt ist das Grundgerüst vom Haus fertig. Und jetzt können wir das hier im Prinzip mit einem Hammer zusammenkloppen. So. Ich habe natürlich irgendwie schon ein paar Loks vom Holz, von der ersten Folge haben wir ja ein paar Bäume gefällt. Da haben wir die Loks davon. Ich war mir gerade überlegen, wo kommt denn das ganze Bauholz her? So, dann zimmern wir die ganze Bude hier einmal zusammen. So, die Treppe macht er automatisch bei der Tür. So, und jetzt haben wir keine Baumstämme mehr. So, was in Klammer steht, ist das, was wir bei uns haben. Also bei dem Lok jetzt zum Beispiel, wir haben 0 Baumstämme bei uns, brauchen aber für den Bauabschnitt hier ein Holz. Und ein Stick, Sticks haben wir noch 23 Stück. Jetzt müssen wir erstmal Holzfällen gehen. So, ich würde sagen, wir kloppen erstmal die Bäume hier alle weg. Einmal, oh, da müssen wir aufpassen, dass da uns ja auf den Kopf fällt. Da können wir nämlich Schaden beinehmen.
So, die Axt geht natürlich auch irgendwann kaputt. Die verliert an Haltbarkeit. Das seht ihr unten rechts, dieser weiße Balken bei der Axt. Wenn der weg ist, ist die Axt auch kaputt. Da müssen wir eine neue machen. Und dann gibt es später noch Eisenäxte und so. Und die halten dann natürlich auch länger. Jo, wir haben Level Up. Das finde ich gut. Dann haben wir auch Erfahrungspunkte bekommen, die wir gleich verteilen können. Das mache ich auch hier direkt, sonst vergesse ich das mal nicht. Und zwar gehe ich, wie gesagt, erstmal hier auf Ausdauer. Ja, zack, zack. Ja, da ist ein Bug. Da stand, eigentlich kriegt man, glaube ich, pro Level 10 Erfahrungspunkte. Und der ist jetzt hier auf 100 gesprungen, also auf 98. Rein theoretisch, wenn das alles schon freigeschaltet wäre, könnten wir jetzt hier die ganzen Skills im Prinzip lernen. So, das ist noch nicht freigeschaltet. Das ist auch noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, da müssen wir einmal eine Falle für stellen. Und wir müssen, glaube ich, auch selber erstmal was gekocht haben. Glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. So, was wir aber lernen hier, ist auf jeden Fall auch noch die Axt, dass die nicht so schnell kaputt geht. Spitzhacke können wir auch lernen. Wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich später alle noch ändern, dass man da gar nicht so viel Punkte bekommt. Weil, wie gesagt, ich glaube, pro Level Up kriegt man eigentlich nur so 10 Punkte. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal mit. So, dann haben wir erstmal alles gelernt, was wir lernen konnten. So, ich glaube, wir haben hier erstmal genug Holz liegen. So, das haben die auch gepatcht. Das war nämlich auch ein Bug, dass die Äste nämlich dann erstmal gar nicht da waren und nachher Zeit dann in der Luft erschienen sind. Und man kam da nicht dran und dann hatte man ein Problem beim Bauen, weil einem einfach die Äste ausgingen, die Stöcker sozusagen. Ne? Ach so, den kann ich ja aufheben schon. So, die ganzen Stöcker mal einsammeln. Wie gesagt, da werden wir noch etliche von brauchen. So, jetzt wird es natürlich dunkel. Das ist nicht so schön. Wir haben, glaube ich, ein Zelt dabei. Das stelle ich mir aber hier auf, weil ich weiß noch nicht, wie man Gegenstände wieder abreißen kann. Deshalb mache ich mir hier mal ein Lagerfeuer für uns selber hin, weil das können wir nicht benutzen. So, zünden wir mal an. Haben wir irgendwas zum Braten? Ja, dann tun wir das Fleisch hier noch eben durchbraten. Haben wir noch ein Stück? Ja. Und dann noch einmal. Man muss halt im Moment leider alles immer einzeln durchbraten. Ich kann noch nicht sagen, brate alles. Finde ich ein bisschen blöd. Aber ist im Moment nicht zu ändern. So. Und dann baue ich mir nämlich hier auch noch ein Zelt hin, wo wir dann die Nacht verbringen können. Ich finde, das passt hier nämlich gut rein in die Runde. Und dann gehen wir hier schlafen, damit wir dann wieder am Tag weiterbauen können. So, dann hauen wir die restlichen Bäume hier noch. Oben hätte ich fast gesagt, die haben wir ja schon umgehauen. Klein. Und sammeln natürlich alles ein, was hier rumliegt. Wie gesagt, hier die Stöcker, die braucht er, um Werkzeug herzustellen. Und natürlich auch zum Bauen. Deshalb sammelt die mal schön ein. Nicht, dass die euch nachher ausgehen. Und dann, wenn ihr dann nämlich nicht mehr wisst, wo die liegen, und die liegen hier auf dem Boden rum, dann fangt ihr an zu suchen. Deshalb sammle ich die immer direkt ein. So, wir sollen noch, wir sollen ja auch 20 Holzstämme sammeln. Und das
Zählt nur, das sammeln wir oben bei der Quest, Holzstämme sammeln, 13 von 20, solange wir die in der Tasche haben. Wenn ich die jetzt aus der Tasche rausnehme oder das Material verbaue, dann steht da wieder 0 oder wird halt weniger. Deshalb müssen wir einmal gucken, dass wir 20 Stämme so in die Tasche kriegen, damit das dann einmal getriggert hat für die Quest. Deshalb baue ich hier gerade so viele Bäume ab. Was haben wir denn? 14. Ja, 6 Stück brauchen wir noch. Da ist die Axt kaputt gegangen. Da bauen wir uns dann eben eine neue. Wie gesagt, bauen, da drücken wir dann I, gehen hier auf Tools und dann machen wir uns eine neue Axt. Und dann müssen wir die Axt wieder ausrüsten. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal ändern. Dass sie einfach merkt, wo die Axt war. Und wenn ich dann eine neue Axt baue, dass sie dann automatisch wieder auf der Top-Key gelegt wird. Ne? Weil das finde ich schon ein bisschen nervig, dass man die immer wieder neu da reinlegen muss. Ich frage mich gerade, ob die Anzahl der Holzstämme beim Baumfällen auch erhöht haben. Ich meine, beim Livestream waren es nicht so viele. Soll mir aber nur recht sein, weil wie gesagt, da brauchen wir auch ordentlich von. So. Ach genau, das ist auch noch so eine blöder Fehler hier, die Ecken kann man irgendwie nur von außen zusammenzimmern. Die Innenwände gehen von innen, aber die Ecken funktionieren nur von außen. So, den Rest kann ich euch jetzt hier schön von innen fertig machen. Ja, auch das. Und der Hammer, jetzt ist der Hammer kaputt. Ach, das Werkzeug, das geht auch viel zu schnell kaputt. Das wird so ein Hammer noch nicht mal ein Haus fertig. So, dann kommt der wieder auf P2. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Hammer, so wie das aussah. Aber da werden wir auch noch ein paar von brauchen, von den Hämmern. So. Ach, näher ran. Jawohl. Damit haben wir das erste Häuschen gebaut. Ach, shit, der hatte ich nicht genug Holzstämme gesammelt. Das war wieder 3 von 20. Dumm gelaufen. Aber dann seht ihr das. Ne? Man muss wirklich 20 Stämme auf einmal in eine Tasche gesammelt haben, damit das dann hier in der Quest triggert. So, fälle 5 Bäume, baue eine kleine Tierfalle, müssen wir noch machen. Stell ein Steinmess. Ja, das machen wir auch noch mal eben. Aber ich muss den Hammer aus der Hand nehmen, deshalb kann ich hier das Menü nicht aufrufen. So, was sagt er? Ein Steinmesser sollen wir machen. Haben wir auch. Dann Tierfallen. Habe ich Tierfallen? Ne, ich habe keine. Ne, nee. Dann müssen wir noch irgendwelche bauen. Am besten immer direkt 3 Stück. Dann kriegt ihr auch 3-mal Hasenfell. Und 3 Hasenfell werden wir nämlich brauchen später für ein Bett. Greift da jetzt im Moment so ein bisschen vor. Weil ich es auch weiß. Jetzt habe ich Lagerfeuer gebaut. Ne, nee, doch nicht so. Falle war das. Jetzt müsste ich 3 Fallen haben. Die können wir auch wieder mit B hinstellen. Die könnt ihr einfach irgendwo hinstellen, wo ihr lustig seid. Weil die verschwinden. Sobald die ausgelöst sind und ihr die Fallen geleert habt, sind die Fallen kaputt und weg. Da müsst ihr auch wieder neue bauen. So. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist leider auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir bauen dann beim nächsten Mal weiter. Oh, habt ihr gesehen, da hat eine Falle ausgelöst. Leider sieht man nicht, wie da ein Kaninchen reinläuft oder so. Vielleicht kommt das noch. Aber dann sammeln wir die Fallen jetzt eben auch nochmal ein und dann machen wir die Verabschiedung noch einmal. So, ja Leute, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.